Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit einem Deck Refire aus den Locals wieder. Diesmal Necros Clowns. Leg mal los. Ja, also, wir spielen natürlich drei Valkyros. Likes von OTK-Stocken gegen OTK-Decks. Drei Unicorn. Einfach wenn man zum Recycle von Valkyros oder Grinex. Also zwei Grinex, weil einfach nur noch zwei ist. Dann zwei Clausulas, weil ich finde einen zu wenig. Weil du willst immer, wenn du das Monster schon auf der Hand hast, willst du dir mit Schuret immer einen Klauselass suchen und dann spiel ich über zwei. Dann zu den One-Offs, ein Gunnir, ein Trishula und ein Decisive Armor. Nur ein Trishula, weil relativ selten wird der Fisch. Also wenn er gewailert wird, dann bist du wahrscheinlich schon so weit, dass du halt immer noch ins Game zurückkommen kannst, auch wenn er gewailert wird. Dann bei Mountains, bei Sentinels, dass man das mit der Surfing starten. Dann zu der Clown Engine, ich dreimal Damage Juggler. Ich würde sagen, es ist ein zweiter Valkyros, weil man einfach nur einen Schaden zu Null machen kann. Es ist halt jetzt nicht so, dass du irgendwie theoretisch halt ein Monster beschützen kannst, aber es ist halt relativ gut eigentlich und sucht dir halt meistens auch noch raus. Und zwei Headtrigger und so Special und für Rank 4 Force. Den anderen spielst du gar nicht, oder? Nein, Tricklong finde ich nicht so gut, weil nur mit machen die Tore schon relativ gut aus. Dann zu den anderen Necrosmustern, ein Schuhe, ein Red Sorcerer und ein Exer. Die zeige ich meistens aus, außer ich spiele nur Moment, aber sonst ist sie eigentlich relativ gut und nur Moment kommt sie sehr gut. Und dann Handwrap 2x10. Das waren jetzt die Monster. Dann für den Spells spiele ich zwei Kaleidemörer, zwei Mörer und zwei Cycle. Das sind die Necros-Karten gewesen. Dann zwei rote, eine Crop und ein Raikiki. Und für die Crop ein Antennas. Das ist mein Deck. Dann zum Extra-Deck spiele ich einmal den da, ist halt ein 12er. Einmal Tiara, ist ein 11er. Zwei Herolde. Dann für die Rank 4 Plays, ein Ex, ein Emerald, ein Direwolf, ein Arc, ein Dweller, ein Rhapsody, einmal Trapez Magician und eine Maskerade, ein Neuromatch-Scooter und zum OTK. Was kann der? Der annulliert in der Battleface Monster-Effekte und der Gegner kriegt auch noch Schade. Dann ein Ptolemaeus, ein Deltaros, ein Tiras, ein Pleiades und ein Diamond. Das Extra Deck und zum Side Deck mit Double Breakthrough, Triple Decree, Triple Wailer gegen Nomads und das gegen Blackwolands, Decks zum Beispiel. Spirit Beast ist sehr gut, weil du halt die Steezen zu nehmen kannst. Das ist eigentlich ihr einziges Ding, um das Feld zu clearen. Dann zwei Shadwright gegen Nomads, 3 MST gegen Shadol, weil sie meistens Mystic Siden oder gegen Clifford auch sehr gut und dann zwei Twister, genauso wie mit MST. Ja. Sehr interessant. Das war mein Deck.